Oh, hi und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Wir sind nicht stehen geblieben auf dem Hauholi-Friedhof und wir wollen jetzt mal gucken, was wir hier sonst noch finden. Und danach gegen den Duta kämpfen. Nicht, dass er sich allein gelassen fühlt. Er sieht mich, aber irgendwie will er nicht kämpfen. Naja. Kämpfen wir erstmal gegen dich. Ja, du da. Genau, du. Ich werde nur Attacken verwenden, die mein Pokémon geliebt hat. Okay. Solange das nicht die ganze Zeit Superschall ist. Pokémon-Züchterin Yala. Solange das nicht nur Superschall ist, ist das total in Ordnung. Aber dein Pokémon ist doch noch da. Du solltest vielleicht nicht um dein altes Pokémon die ganze Zeit trauern, wenn du bereits noch ein Pokémon besitzt. Das ist jetzt, ne? Ne? Also nur Routenschlag. Yay. Nur Routenschlag? Das wäre sehr, sehr interessant. Das könnte ein sehr interessanter Kampf werden. Ne, anscheinend auch Donnerschock. Oh, noch ein Volltreffer. So. Soll ich darauf hoffen, dass es... Ich hoffe einfach mal darauf, dass Pikachu nicht angreifen wird. Doch, ist... Ja, super. Darauf habe ich gehofft. Nice. Aber es lebt noch. Na? Es trifft. Naja, gut. Naja, gut. Wir haben aber auch keinen Beleber. Ah, das ist mies. Ich hätte vielleicht doch einen Trank einsetzen sollen. Wäre deutlich klüger gewesen, weil jetzt muss ich rennen. Da. Naja. Wie dem auch sei, gehen wir für Glut. Ich werde auch mal Kratzer nehmen. Ne, ich habe keinen Kratzer mehr. Habe ich das verlieren lassen. Tschüss, Pika. So. Pika! Nein, dein Pikachu ist nicht tot. Keine Angst. In diesem Grab ruht mein Pikachu. Ich rede mit ihm in seiner Sprache. Pika? Oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Ich meine, hey, das ist nicht witzig, aber trotzdem. Ne? Ich verstehe, was ich meine. Meine... Hallo, die... Pika. Ja gut, okay, das ist nicht witzig. Trotzdem sollte man nicht zu sehr daran klammern. Ich glaube, das wird dem Pikachu auch nicht gefallen, wenn sie sich zu sehr daran klammert. Ne? Just mean it. Gilt für alles im Leben. Klammert euch nicht zu sehr daran. Tut euren... den ihr, um die ihr trauert, halt einfach den Gefallen und blickt nach vorne und nicht nach hinten. Ist einfach so. So. Ist auch für euch, denke ich, die bessere Variante. Okay, aber genug getrauert. Wir müssen trotzdem nochmal auf den Friedhof und die anderen Trainer da besiegen. Einfach, weil wir die Erfahrungspunkte nehmen. Und ich kann jetzt auch mittlerweile, glaube ich, weil wir sind 11, das ist in Ordnung. Ich werde den EP-Teiler mal wieder anmachen. Einfach damit wir, gut, eigentlich müsste man jetzt sagen, ich müsste bis Level 14 bei Mabula warten. Andererseits müsste ich dann noch viel Offscreen trainieren. Und das kann ich im Let's Play leider nicht. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Dann mögen vielleicht der ein oder andere mehr Zeit für haben, um Offscreen trainieren zu können. Ich hab die nicht. Dementsprechend lasse ich den EP-Teiler jetzt wieder an. Und wir können hier hinten durch. Okay, das hat keinen großen Unterschied gemacht. So, dann kämpfe ich jetzt erstmal gegen dich. Du darfst dich auch gerne umdrehen, wenn ich mit dir rede, weil das ist sehr unhöflich, dich nicht umzudrehen, wenn ich mit dir rede. Wenn ich den Pokémon-Friedhof besuche, habe ich immer Tränen in den Augen. Darfst dich trotzdem umdrehen, wenn du mit mir redest. Immerhin drehst du dich beim Pokémon-Kampf um. Angestellter Kenu. Na, Kenu. So, ein Dick da. Ist das Alola-Dick da? Es ist das Alola-Dick da. Na, super. Okay. Ich weiß gar nicht, welchen Typ das jetzt hat. Ist das noch immer das gleiche geblieben oder hat das nur ein anderes Aussehen? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal für einen Biss. Jetzt heul mir nicht die Ohren voll, Dick da. So. Das hat ordentlich reingehauen. Ich glaube, ich kann einfach noch einen zweiten machen und dann ist es weg. Metallklaue? Na, ein Stahl-Pokémon? Nee, oder? Das ist jetzt Stahl. So. Ach, mein Kleines. Nein, ich werde nicht weinen. Solltest du jetzt auch gerade nicht, weil dein Pokémon ist nicht tot. Zumindest das nicht. So. Hier noch der Dude. Dudi! Was ist das denn für ein Geräusch?
Hier liegen meine Pokémon begraben. Sie waren wie eine Familie für mich. Aber anstatt Trübsal zu blasen, möchte ich ihnen einen heiteren Anblick anbieten. Okay, also ein Pokémon-Kampf mit mir. So solltet ihr das sehen. Genauso wie der Dude. Ne, Winfried? Sieht ein Gentleman aber sehr, sehr seltsam aus. Makuhita hasse. Makuhita. Ich hab mal Buda. Auf einen guten Kampf. So. Mal setzen wir ein. Ich geh mal für die Lebensschelle. Weil die Genauigkeit dann auch noch schön senkt. Die zieht zwar nicht viel, aber die senkt die Genauigkeit. Gut, bei Pikachu hat sie viel gezogen, weil sie halt sehr effektiv ist, aber davon abgesehen, und er senkt halt meine Genauigkeit auch noch. Ich mach mal seine Verteidigung, war das, glaube ich, jetzt. War das Verteidigung bei Schadenschutz? Ich weiß es gar nicht. War das Verteidigung? Nee, Initiative. Noch besser. Ein lahmes, ungenaues Makuhita. Das macht bestimmt Spaß, damit zu kämpfen. Hier nochmal für die Lebensstelle. Das ist uncool, weil wir haben jetzt die größere Ungenauigkeit. Das ist uncool, weil meine Attacken nicht treffen. Wie uncool. Komm, jetzt mach mal hier noch eine Lebensstelle, damit die... Jetzt mich veräppeln. Okay, das hat hier keinen... Das hat keinen Sinn. Kann ich eine Klammer einsetzen, die dann nochmal vielleicht trifft? Ja. So. Hoffe, die trifft. Die trifft auch, wundervoll. Ich will nämlich gerade ungern auswechseln und der hat eh nur ein Pokémon. Da muss man sich nicht zu lange mit herumplagen. Weil... Nee, keine Lust. Keine Lust. Ehrlich gesagt, keine Lust. So, und jetzt werde ich noch hier Dings sauber machen. Damit? Entfernt Sand, das ist doch Sand. Weg damit. Das auch noch weg. Und das auch noch weg. Was ich blöd finde, ist, dass der Schmutz immer an denselben Stellen ist. Ich kann mir noch ein bisschen hier... Vielleicht kriege ich noch ein Level-Up für dich jetzt gerade durch. Wir haben auf jeden Fall viele Herzen zu verschenken, wie ich sehe. Ne? Ne? Dann bist du sogar vom... Wenn du jetzt noch ein Level-Up durchkriegen würdest, wärst du sogar vor Flamiau, was das angeht. Was ich ganz interessant finde. Aber ich glaube, das wird nichts. Oder? Oder? Wir machen das jetzt, bis die Herzen weg sind. Da haben wir es doch tatsächlich jetzt. Ohne Witz! Willst du mich veräppeln? Schaut mal. Das hat schon vier Herzen beim Zutrauen. Flamiau hat nur drei. Wie gemein. Da müssen wir noch ganz kurz um Flamiau kümmern. Na, Flamiau? Miau! So. Also auch vier. Nochmal vier. Vielleicht kriegen wir dich auch noch Level up gerade. Ich meine, du hast schon relativ viele Herzen gesammelt hier in dem Rang. Das sollte klappen. Oder? Oder? Na komm. Nur noch zwei. Tatsächlich. Wundervoll. Und was zu essen kriegst du natürlich auch noch. Eine Pokebohne. Die sehen eher aus wie Herzen statt Bohnen. So. Dann haben wir das auch. Ah, wir sind kurz vorm Maximum, ne? Okay, Mabula könnte noch was essen. Mabula könnte noch was essen, Moment. Oder, doch. Jedoch, du kriegst auch was zu essen. Wobei, nee. Nee, kriegst du doch nicht. Hab mich dagegen entschieden. Wir gehen mit dir die Malasadas ausprobieren. Wir haben jetzt, glaube ich, jetzt eh jeden hier besiegt. Von daher könnten wir die Malasadas mal ausprobieren, nachdem wir das Item jetzt da noch mitgenommen haben. Beziehungsweise das TM. 100! Vertrauenssache. 100 TMs? Heilige, gibt's hier 600 TMs noch? Das wäre krass. Jede Attacke als TM, das wäre übertrieben krass. Okay, wir haben hier jeden besiegt auf dem Friedhof. Dann wollen wir mal Malasadas essen gehen mit, Mabula. Das klingt nach einem Plan. Ab zum Malasadas-Stand. Und ja, ich halte mich hier ein bisschen auf, aber
Mein Gott, wir wollen ja auch ein bisschen was von der Welt sehen, oder? Sehe ich zumindest so. Seht ihr das auch so? Ich weiß nicht, seht ihr das so? Ich glaube doch, ja, doch, ihr seht das so. Seht ihr das so? Doch, doch. Oder? Nein? Doch? Vielleicht? Doch? Wir müssen nach unten. Weiter runter. Weiter runter sind die Malasadas. Eine Sache muss ich im Spiel auf jeden Fall lassen, und das hatten die auch angekündigt. Die wollten die Interaktion der Pokémon in der Welt besser machen. Das haben sie hinbekommen, finde ich. Also man fühlt sich deutlich mehr in dem Spiel als vorher. So. Mabula bekommt das. Was wir jetzt sehen. Setzen wir uns dann dahin? Ich bring dir gleich eben ein frittierte. Okay. Setzen wir uns dann hier hin, okay. Keine Animation. Naja, gut. Noch zutrauen? Ist das jetzt beim Maximum? Direkt nochmal Zutrauen bekommen? Nee, oder? Die macht Scherze. Nur durch Malasadas essen? Nee, ist es nicht. Hä? Naja, gut. Soll so reichen. Das wäre jetzt auch heftig gewesen. Aber interessant, dass das auch geht. Das heißt, man kann sein Pokémon mit Malasadas vollstopfen. Ja gut, auch nur begrenzt. Aber es wird dadurch automatisch zutraulicher. Man kann aber auch einfach die Pokebohnen verwenden, denke ich. Sollte besser gehen. Aber wir haben immer noch nicht die Spiele freigeschaltet. Ne? Also wir haben immer noch, ich weiß immer noch nicht, wie ich Pokebohnen dazu bekomme. Irgendwann sind meine Pokebohnen auch weg. Das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Aber gut, dann wollen wir jetzt erstmal hier die Route zu Ende laufen. Ich meine, den Friedhof haben wir. Da kommen wir nicht entlang. Was haben wir denn hier noch so? Das Tauros? Gute Zeit. Ne, gut Zeit für ein Päuschen. Für mich als Reiter ist das Ganze nicht so. Nicht weiter anstrengend. Für das Pokémon aber sehr wohl. Okay. Was geht denn hier so vor sich? Ey, die Straße ist kaputt. Was ist denn hier für ein. Was ist, geht denn hier ab? So. Hier ist ein Gebäude. Was ist das für ein Gebäude? Haben wir hier. Kann ich da rein? Kann ich rein. Kann ich hier rein? Nein. Doch, hier kann ich rein. Was ist das hier? Hi. Mein Haar sitzt perfekt, aber mein Make-up, bei Make-up hat's noch. Hältst du da ein Handy in der Hand? So, hi. Du hast einen Pokédex. Wow, nimm diese Nestbälle. Ich stell mir das gerade vor. Warte, je schwächer ein Pokémon ist, desto leichter lässt sich es mit einem Nestball fangen. Okay. Philo. Guckst du Fernsehen? Die Malasadas-Werbung, ja. Ist gut. Aber ja. Okay. Wir stellen das gerade vor. Ihr geht irgendwo hin. Und das Erste, was derjenige euch sagt, wow, du hast ein Pokédex. Hier, nimm diese Nestbälle. nee. Unser Motel ist schon eine Nummer für sich. Wir sind immer voll ausgebucht. Aber wen wundert's, in diesem Projekt steckt schließlich jede Menge Zeit, Arbeit und Mühe. Ja, ich wollte auch nicht übernachten. Das ist also ein Motel. Okay, was haben wir hier? Rechts für ein Gebäude, hier war ja auch eins. Da ist eine Schaukel. Ich will mit dieser Schaukel schaukeln. Hi, ist das die Safari-Zone? Ich freue mich ja, dass meine Jungen die ganze Welt bereist, aber er könnte öfter mal sich melden. Als ich ihm deswegen mal die Meinung gegeigt habe, hat er mich total platt gemacht. Bei einem Pokémon-Kampf, versteht sich. Tja, verkackt, würde ich sagen, ne? So, kommen wir hier raus? Wir kommen hier nicht raus. Hey, der hat eine Stereoanlage. Richtig retro. Der hat ja ziemlich viele. Wow. Aber da ist kein Goldpokal dabei. Kein einziger. Kommt man hier irgendwo raus? Nach rechts? Nicht? Hm. Und der hat einen Golfschläger. Da kommt man also nicht hin. Oder wie? Das ist doof. Hi. Vorsicht vor dem Vorschüler! Nee. Oh, sorry. Ich bin an mein Mikro gekommen. Ich hoffe, das hört man nicht. Vorschüler Cedric, fordere dich heraus. Oder Cedric. Okay, Cedric. Ein Habitak hast du also. Warst du das, der die Habitaks auf Wölkchen gelenkt hat? Also Cosmog. Wäre nicht so geil. Wäre nicht so geil. Aber warte, ich darf ja nicht darüber reden. Tut mir leid. Warst du böse? Ah, na komm. Geh für einen Biss.
Denn ganz weit oben auf dem Speiseplan steht bis auf Habitag. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Egal. Habitag, du musst leider gehen. Tüdelü. Tschüss. War's das? Oder hast du noch mehr? Nein, die haben alle irgendwie nur ein Pokémon. Nur ein einziges. Ein einziges Pokémon. Na, wenn dem so ist. Oh, Botoge! Botoge! Boto! Botoge klammert sich an dir fest und lässt sich nicht mehr los. Du stehst vor mir. Anscheinend möchte es dich zu den Bärenfeldern führen. Okay. Was geht auf den Bärenfeldern nur vor sich? Ob es Probleme gibt? Psst. Dann gehen wir da mal nachgucken, ne? Bärenfelder. Oh, Team Skull! Bären sind zwar voll lame, aber Team Skull wird sie trotzdem einheimsen. Yo! Geht das in einen Schädel rein, Alter? Die Bären sind jetzt unsere kleine Fragira. Ne, keine Fragia. Was? Keine Fragia? Also keine Frage, yo? Ich trete meine Bären lieben gern an Pokémon ab, aber auf keinen Fall an Typen wie euch. Mein Homie und ich sind weniger wert als Pokémon. Willst du uns dissen oder was? Was glotzt du so, hä? Hä? Du schon wieder? Willst du dich schon wieder mit uns anlegen? Am Hafen haben wir es vielleicht vergeigt, aber jetzt wird jetzt ernst, Sis! Danke, dass du mir helfen willst. Aber Team Skull sind einfach nur halbstarke aufschreiende... Aufschneidernde? Ne, warte, was? Mit zu viel... Aufschneider. Achso, Aufschneider mit zu viel Freizeit, okay. Große Klappe und nichts dahinter. Kümmere dich nicht um sie und setze deine Inselwanderschaft fort. Hey, was fällt dir ein, Alter? Red nicht über uns, als wären wir nicht hier, klar? Willst du etwa abhauen? Wir machen dich platt und schnappen uns auch deine Pokémon. Ich werde dir zeigen, was für ein Dickschädel ich sein kann. Schau genau hin. Schau genau hin. Schau genau hin. Ja, okay. Ja, mach ich, Bro. Kriegst jetzt Pet 1 auf die Mütze, yo. Und so. Traumato. Der war Traumato, yo. Von daher die krassen Moves. Naja. Wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir gehen für den Biss. Weil es ist auch Psycho. Das heißt, das haut rein. Naja. Ansonsten, hier, Traumato, Pokémon Go. Ich weiß gar nicht, wie ihr das gesehen habt. Habt ihr auch nur Traumatos und Pokémon Go damals gesehen? Spielt ihr Pokémon Go noch? Fällt mir gerade so ein, wo ich an dieses Traumato hier so sehe. Nein, ja, Pokémon Go war ja mal riesig am Hype und dann irgendwie nicht mehr. Na, Team Skull, muss ich den anderen auch noch besiegen? Boah, echt jetzt? Du bist viel zu stark. Das will ich in meinen Schädel. Das nervt mich so gewaltig, dass ich jetzt, Ibi mal den Tag vermiesen werde. Gute Idee. Die Vegetationshöhle ist ja nicht weit von hier. Mein Bro redet ständig von Schädeln, damit dein Deckschädel nicht mehr... Was? Redet ständig von Schädeln, damit dein Deckschädel ihn nicht mehr vergisst? Whatever. Also merkt ihr das gefällig, wer er ist. Oh, diese Reime. Yo. Oha, du und dein Bruder habt ihn richtig gezeigt. Hier als Dank dafür, dass du die Hohlschädel von Team Skull verjagt hast. Du erhältst das Item Sennelbeere. Yay, eine Sennelbeere. Mit Sennelbeeren kannst du ein paar KP eines Pokémon wiederherstellen. Ja, 10. Du kannst sie direkt auf das Pokémon anwenden oder ihnen die Beere zum Tragen geben. Aha! In Alola wachsen jede Menge Beeren, also kannst du ruhig auch jede Menge sammeln. Okay. Okay! Und ansonsten ist hier nichts mehr. Oder komme ich hier zu der Schaukel? Komme ich hier zu der Schaukel? Vielleicht? Vielleicht? Natürlich nicht, aber hier ist ein Item. Was nehme ich mit? Den Riesenpilz. Um die Bären werde ich mich jetzt nicht kümmern. Das habe ich in alten Spielen schon vernachlässigt und das werde ich auch hier vernachlässigen. Weil... Schauen wir uns doch seine Behausung an. Noch ein Bodogel. Bodo, Bodo! Oha, wie viele Bodogel er hat! Das ist ja krass, aber ich glaube, hier kann ich nicht raus. Nope. Bodogel! Tschüss, Bodogel! Dann wollen wir mal weitermachen mit der Inselwanderschaft. Wir wurden ja jetzt hier aufgehalten bei den Bärenfeldern, aber naja, gut. Ne? Wir müssen ja weiter. Route 2. Du bist Trainer, oder?
Na gut, bevor wir noch den Kampf mit dir bestreiten, werde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Und wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, dieses oder das, haut rein, bis dann und ciao!